Moin zusammen und willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. Es ist viel passiert. Ich habe ganz, ganz wilde Sachen gemacht, die so anstanden, was das Aquarium angeht. Ich wollte mich einmal bei euch bedanken für auch wieder dieses Jahr. Das sind jetzt mittlerweile anderthalb, ja, bald fast zwei Jahre, die dieser Kanal hier nun lebt zum Thema Meerwasseraquaristik. Und es macht immer noch super viel Spaß und das Becken funktioniert endlich, auch wenn ich ein paar neue Probleme habe, aber die sehe ich alle nur halb so wild, weil ich bin froh einfach, dass die Korallen leben. Und in diesem Video soll es eben genau darum gehen, was ist so die letzten Wochen passiert. Ein letztes Update, pünktlich zur Weihnachtszeit. Ein Video wird dann noch folgen und zwar ein Gewinnspiel werde ich noch machen. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was ist so die letzten Wochen passiert, was habe ich so gemacht. Es gab tatsächlich noch das ein oder andere zu tun und eben, ja, ich berichte von so ein paar neuen, kleineren Problemen, aber alles halb so wild. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank und schön, dass ihr ja so zahlreich alle noch dabei seid, mir immer Tipps gegeben habt und ich bin wirklich super froh, dass ihr dabei seid, weil ohne euch, man kann es glaube ich ganz gut in diesem Bild sehen, wäre das so nie zustande gekommen. Das Becken wird immer besser. Ich würde sagen, wir schießen direkt los mit dem ersten Thema. Ihr habt mir immer wieder gesagt, mach doch mal eine ICP-Analyse und ich habe es ja zum ersten Mal ausprobiert und gewagt und einen ICP-Test gemacht. Ja, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe und ich möchte auf die Ergebnisse gar nicht so genau eingehen. Vielleicht werde ich dazu nochmal oder die Ergebnisse nochmal auf Instagram posten. Im Großen und Ganzen Calcium viel zu hoch, Jodmangel, also großer Jodmangel. Aber genau, da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen, aber es war mal ganz cool, um so einen Einblick zu bekommen, wie sieht das eigentlich aus. Möchte ich aber gar nicht weiter drauf eingehen. Ich habe geshoppt, es ist ein neuer, ich glaube Fred Money heißen die Fische, ein zweiter Liederner Fisch dazugekommen, die verstehen sich auch super. Ich habe die Cleaning Crew wieder aufgestockt, das war höchste Zeit. Einsiedler und Schnecken gab es leider ja nicht mehr ganz so viele von. Von daher, die sind halt extrem wichtig, weil ich auch immer noch verschiedene Algen habe. Nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, aber es war auf jeden Fall wichtig, dass ein paar Schnecken und Einsiedlerkrebse dazukommen. Die habe ich auf jeden Fall auch gekauft, also neuer Fisch, neue Schnecken und genau. Ich habe, ja, neue Probleme, was Algen angeht. Ich weiß nicht, ob das Kieselalgen sind oder schon leichte Cyanobelege. Aber ich bin da jetzt gerade so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gar nicht so geschockt, sondern denke mir so, ja, mein Gott, das hatte ich noch nie, wird schon irgendwie passen und bin irgendwie froh, dass es mal was anderes ist als diese grünen, lästigen Fadenalgen und bin deswegen noch relativ tiefenentspannt. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr vielleicht sagen könntet, sind das Kieselalgen oder Cyanus? Meine Pilzlederkorallen, ja, die zicken immer so ein bisschen rum und sind dann mal wieder auf und dann mal wieder zu, aber im Großen und Ganzen geht es den Korallen allen sehr, sehr gut, was mich schon mal wirklich glücklich macht. Also wenn ich jetzt Korallen kaufe, weiß ich, zumindest Anfängerkorallen, die überleben auch und denen geht's gut. Eine weitere Baustelle war auf jeden Fall meine neue Lampe, denn die Halterung, die ich dafür gekauft habe, also da habe ich wirklich schlaflose Nächte gehabt. Der ganze Rahmen hat sich immer so krass gebogen, wenn ich die Lampe an die Halterung angebracht habe. Ihr habt ja erst meine alte Halterung gesehen, habt gesagt, die hängt viel zu hoch. Ich habe mir dann eine neue gekauft und als ich die angebracht habe, dachte ich so, boah, ey, das kann ja so nicht richtig sein. Und wir mussten dementsprechend ein bisschen bohren, haben jetzt sozusagen zwei Schrauben in die Wand gebohrt, die so ein bisschen diese Halterung stützen. Denn ja, jetzt ist es viel, viel stabiler, viel, viel besser und da hängt nicht mehr so viel Gewicht an dieser Halterung. Und der ganze Rahmen biegt sich nicht mehr so. Das war wirklich teilweise echt grenzwertig und ich habe echt kein Auge zu bekommen. Aber so, also man sieht es kaum im Wohnzimmer, es ist total verdeckt, es ist total gut gemacht. Aber da mussten wir also auch ein bisschen basteln. Das war mir ein bisschen zu heikel. Ja. Wie gesagt, habe ich leider auch immer noch ein paar Algenbelege. Ich glaube ja auch, also die gehören ja auf jeden Fall dazu. Man wird immer ein bisschen Algenwachstum haben. Fakt ist aber, ja, ich muss teilweise schon noch oft ran und ja, die typischen Cleaning-Aufgaben machen. Gerade die Strömungspumpen, die sind nach, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten mit so großen Fadenalgen besiedelt. Die muss ich dann immer sauber machen. Und meine tote Riffkeramik, die wirklich wächst immer wieder voll, gerade oben auf diesem Plateau, wo viel Strömung ist, da wachsen unfassbar viele Fadenalgen. Also ich bin auch heute noch immer
relativ oft dabei, sauber machen zu müssen. Sehr lästig, aber gehört halt dazu. Durch dieses Thema kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Ich habe halt gemerkt, dass Lehmgestein überhaupt nicht von diesen Fadenalgen und sonstigen lästigen Algen bewachsen wird, zumindest nicht in dem Ausmaß. Deswegen bin ich shoppen gegangen und habe mir auch nochmal kleine Lehmgesteine gekauft. Und da waren teilweise auch echt coole Korallen drauf. Werde ich, glaube ich, öfter machen und versuchen nach und nach auch ein bisschen auszutauschen. Die große Riffsäule bleibt bestehen, aber ich möchte mir nach und nach immer mehr von diesen Lehmgesteinen hier kaufen. Die haben Kalkrotalgen, die haben teilweise wirklich ganz verrückte Korallen auch dran. Zum Beispiel wie diese Scheibenanemone hier. Sieht richtig cool aus, richtig schön. Finde ich richtig cool, damit sein Becken so ein bisschen zu schmücken. Auch diese Scheibenanemone sieht wunderschön aus. Ich weiß natürlich nicht, was das für welche sind. Die waren da drauf, die durfte ich so mitnehmen. Er hat gesagt im Laden, was auf den Lehmgestein drauf ist, gehört halt dazu. Kommt mit rein, kann gut oder schlecht sein. Ich habe ein bisschen geguckt und habe halt ein paar Steine genommen, wo ganz schicke Korallen drauf waren. Die Anemone, die wird, glaube ich, leider nicht überleben. Das ist ein ganz verrücktes Teil scheinbar mit so Neon. Rot, Orange, Grün, weiß ich nicht, sieht nicht so gut aus. Aber ja, im Großen und Ganzen möchte ich viel, viel mehr von diesen Lehmgesteinen kaufen und vielleicht davon auch so flache auf diese Riffsäule draufpacken. Weil, wie gesagt, oben wachsen mir immer ganz, ganz viele Fadenalgen. Und ja, habe mir überlegt, dass das eine Idee sein könnte, dass eventuell ja nicht ganz so viele Algen mehr drauf wachsen. So sieht mein Becken jetzt aus, sehr vollgemüllt, aber das werde ich nach und nach jetzt in Richtung Dezember, Weihnachtszeit mal alles ordnen, alles schick machen. Hab halt einige Korallen gekauft, die sehen alle sehr, sehr gut aus. Ich habe wenig Algen nur noch, eben ganz viel Cyanus- oder Kieselalgen, die sind jetzt schon deutlich dazugekommen. Ich bin noch so ein bisschen entspannt. Aber ja, das war so im Großen und Ganzen das, was so die letzten Wochen passiert ist. Ich kann sagen, ich bin sehr happy. Mit eurer Hilfe habe ich das geschafft, ein Becken zumindest schon mal zu führen. Ich messe, ich gucke, ich optimiere dann auch und dosiere halt dazu, wenn es sein muss. Im Großen und Ganzen lasse ich das Becken aber relativ in Ruhe. Kauf momentan ein bisschen immer mal was dazu. Vor allem so Korallen halt, Lehmgestein, Fische jetzt eher weniger, auch wenn das jetzt halt der zweite Fried Money dazugekommen ist. Aber das war so mein Update. Ich wollte mich nochmal wirklich ganz, ganz lieb bei euch bedanken. Das macht super viel Spaß mit diesem Kanal. Mein Aquarium macht auch super viel Spaß. Immer noch viel Arbeit, aber es wird wirklich durch eure Hilfe Schritt für Schritt immer besser, auch wenn es jetzt natürlich sehr vollgemüllt aussah. Aber da werde ich die nächsten Wochen nochmal ran. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Würde euch bitten, unbedingt vorbeizuschauen, wenn es irgendwie in einer Woche das Gewinnspiel gibt. Da könnt ihr dann als kleines Dankeschön was Ordentliches gewinnen. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Bleibt gesund, Merry Christmas und vielen Dank.